Hi und willkommen bei Work in Progress. Heute geht es um den fertigen Circuit Generator, Jugendhakt und generativ bedruckte Stoffe. Viel Spaß! So, und dann starten wir gleich mit dem Circuit Generator. Letztes Mal war ich noch mittendrin, mittlerweile ist er soweit fertig. Es hat sich jetzt nicht drastisch viel verändert, nur eher ein paar Kleinigkeiten. Ich zeige ihn euch jetzt trotzdem mal, wie er jetzt aussieht. Man kann immer noch eigenen Text eingeben. Und damit Sachen generieren lassen. Genau, machen wir den nochmal raus. Man kann immer noch die Linienstärke verändern. Das hat sich nicht geändert. Man kann die Schriftgröße ein bisschen verändern, je nachdem, ob es besser passt. Und was jetzt neu ist und sehr sinnvoll, ist dieser Scale-Faktor. Der verändert praktisch das Gewicht zwischen Textfläche und Zeichenfläche. Oder eher, ja, man könnte auch sagen, wie viel Freifläche insgesamt entstehen kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel kleine Sticker drucken möchte, dann ist dieser hohe Scale-Faktor in dem Fall sinnvoll. Und wenn man eher auf was sehr Großes druckt, wo sehr viele Details vorkommen können, dann ist der kleine Faktor vielleicht sinnvoller. Ansonsten, letztes Mal hatte ich noch Probleme mit den Bildern und den SVGs. Das habe ich jetzt auch gelöst. Bilder kann man jetzt in einer relativ großen Auflösung runterladen. Die sollte für Druck zumindest eigentlich halbwegs reichen. Und SVG geht immer noch und es funktioniert jetzt auch, also es wird jetzt auch die richtige Schrift eingebunden. Man muss sie aber, also es ist eine SVG-Schrift und kein eigener Pfad. Deswegen muss man auch den richtigen Font auf seinem System haben. Sonst zeigt Inkscape das dann auch falsch an, aber kein Problem. Das ist die Montserrat, die kann man sich auch einfach runterladen. Da ist hier auch direkt der Link dafür da. Gut, ja, ich habe das dann bei Twitter veröffentlicht, kann man sagen. Und es kam sehr, sehr gut an. Viele Leute haben sich sehr gefreut, was dann mich sehr gefreut hat. Und besonders cool war, dass wirklich viele Pull-Requests kamen, gerade für die Texte. Das heißt, wenn ich jetzt hier Bilder generiere, kommen sehr viel unterschiedliche Texte raus. Und es gab auch einen Pull-Request, der hat neue Symbole hinzugefügt. Einmal hier einen neuen Kondensator und eine Spule. Das hat mich natürlich auch besonders gefreut. Also, wenn ihr da noch Ideen habt, checkt gern das Repo und fügt noch Sachen hinzu. Und ansonsten benutzt den Generator freudig für alles, was euch einfällt. Letztes Wochenende hat auch Jugendhakt stattgefunden. Das ist eine Veranstaltung, wo Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren zusammenkommen, um mit Mentoren zusammen Technikprojekte umzusetzen. Und die stehen meistens unter einem Motto. Das Motto für diese Veranstaltung war Macht.Code, eben ganz bewusst mit dem zweideutigen Sinn von Macht an dieser Stelle. Und es sind immer sehr schöne Veranstaltungen. Die finden über Deutschland verteilt statt und auch in Österreich und in der Schweiz. Und die meisten Veranstaltungen sind, ich sage jetzt mal, die kleinen Veranstaltungen mit um die 30 bis 50, sage ich mal, Jugendlichen. Und dann gibt es immer noch eine sehr große Veranstaltung in Berlin. Das sind das, glaube ich, ich weiß gar nicht, 150 Jugendliche. Da war ich noch nie dabei. Aber die sind auf jeden Fall sehr groß. Und unsere, wir hatten so 40 Jugendliche. Und das ist immer eine super Veranstaltung mit viel Koordination und Aufbauaufwand. Vorher natürlich, das soll natürlich eine angenehme, schöne und ein bisschen nerdige Atmosphäre sein, aber es muss natürlich auch alles funktionieren. Man hat ja auch Aufsichtspflicht für Kinder an der Stelle. Und das Wochenende läuft dann so ab, die trudeln dann Freitagnachmittag ein. Dann gibt's eine sehr schöne Kennenlernrunde mit Massive Multiplayer Schnick, Schnack, Schnuck. Das heißt, zwei Leute fangen an, also man findet sich in Pärchen zusammen und spielt gegeneinander Schnick, Schnack, Schnuck. Und derjenige, der gewinnt, muss vom Verlierer angefeuert werden mit dem Namen. Und das wird sehr laut und es ist sehr großes Kuddelmuddel und man hört sehr viele Namen rufen, aber es ist ziemlich witzig und man lernt halt gleich ein bisschen Namen und Leute kennen am Anfang, ohne groß sich unterhalten zu müssen oder so. Das ist sehr angenehm. Ja, dann gibt es irgendwann Abendessen und dann geht es eigentlich auch schon so richtig mit dem Jugendhakt-Input los. Manchmal gibt es Keynote-Talks am Freitag dann oder am Samstag oder generell noch ein bisschen anderen Input. Es gibt meistens eine Hackerethik-Diskussion. Da bekommen die Jugendlichen vor der Veranstaltung ein Video, das sie sich mal angucken sollten. Das ist ein sehr schönes Video, wo einfach ein bisschen Hackerethik erklärt wird.
Ja, und dann gibt es einfach noch ein bisschen Diskussion über Datenschutz und Hacking und sowas. Und dann gibt es Brainstorming-Runden, das heißt, die Jugendlichen finden sich dann in etwas größeren Gruppen zusammen, so 3 bis 6 in etwa, mit Mentoren zusammen, einem oder mehreren. Und man erarbeitet in Themenräumen erste Ideen. Und da kommen oft sehr wilde Sachen raus. Manchmal muss man die Jugendlichen ein bisschen zügeln, weil sie schon, meistens sprudeln die Ideen halt eigentlich aus denen raus. Man muss ein bisschen gucken, dass das halt realistisch ist, an einem Wochenende irgendwie da was Sinnvolles draus zu machen. Das wird dann auf Plakate geschrieben und die Plakate werden dann in der großen Runde zum Schluss nochmal allen vorgestellt. Und bis zum nächsten Tag kann sich dann jeder Teilnehmi überlegen, zu welcher Gruppe er gehen möchte. Das heißt, wenn ich in Brainstorming-Runde Thema A mitgeholfen habe zu erarbeiten, muss ich da nicht bleiben, sondern kann auch jederzeit zu einem anderen Thema wechseln. Und es entstehen... Also oft bleiben die Leute natürlich auch bei ihrer Idee, viele wechseln auch, ist so Hälfte-Hälfte vielleicht, würde ich sagen. Manche Plakate verweisen dann praktisch, weil dann, vielleicht ist es eine coole Idee, aber alle anderen Ideen kamen halt besser an und dann wird es vielleicht auch gar nicht mehr weiter bearbeitet, ist auch nicht schlimm. Also sehr, sehr flexible Ideenfindung. Und am Samstag, ist dann am nächsten Tag, geht es dann richtig los. Und der Tag ist praktisch nur dafür da, dass die Gruppen mit Mentoren dann zusammen an ihrem Thema arbeiten. Und das macht sehr viel Spaß. Danke, Windows. Das macht sehr viel Spaß. Die Gruppen sind oft sehr unterschiedlich. Ich habe schon Gruppen betreut, die sind super fit und wissen schon ganz genau, was sie machen wollen. Da muss man eigentlich dann eher vielleicht ein bisschen sozial noch lenken, wie die Gruppe das schafft, Sachen unter sich sinnvoll aufzuteilen oder auszutauschen, also eher so Metathemen. Und manchmal hat man halt Gruppen, die können, ich sage jetzt mal, noch gar nichts. Oft sind sie vielleicht noch sehr jung und da muss man sehr viel nachhelfen und zeigt ihnen vielleicht am Anfang ein bisschen HTML, CSS. Und die haben oft dann aber super steile Lernkurven. Also die kommen mit super viel Wissen nach Hause. Ist ganz spannend anzugucken. Und am Samstag finden auch immer Lightning Talks statt. Eigentlich hauptsächlich von den Mentoren, manchmal auch von Teilnehmis. Und ich habe über Generative Art gesprochen, der ist auch aufgezeichnet worden. Also wenn ihr euch das ist ein Mini-Talk, ja, also der geht vielleicht irgendwie 10 Minuten oder so. Wenn ihr euch das angucken wollt, könnt ihr euch den gerne anschauen, den verlinke ich einfach hier drunter. Und gegen Abend haben die ganzen Gruppen dann nochmal die Möglichkeit, ihre Abschlusspräsentation kurz zu üben. Am Sonntag kommen nämlich die Eltern oder viele Eltern vorbei und es gibt einen Livestream und da präsentieren die Gruppen, was sie gemacht haben. Und es soll ja irgendwie eine gute Vorstellung werden und es ist ganz sinnvoll, das einmal mit denen durchzuproben praktisch. Einmal Laptop anstecken, was möchte ich sagen, wie sage ich das, und man kann den Gruppen einfach noch ein bisschen Feedback geben, was sie vielleicht noch, wie die Vorstellung noch besser werden kann. Genau, und dann ist man eigentlich schon, dann ist ja das Wochenende fast schon gelaufen. Also dann ist Sonntag früh, basteln die Gruppen noch fertig, packen zusammen, dann gehen wir rüber. In unserem Fall war die Abschlusspräsentation in einem anderen Gebäude. Und ich durfte die mit einem Kumpel zusammen moderieren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich immer merke, dass ich so Live-Moderation nicht so wirklich super toll kann, aber es ist eigentlich immer ziemlich nett. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn euch Jugendhakt interessiert, guckt euch mal die diese Abschlusspräsentationen an. Die werden eigentlich immer aufgezeichnet. Und also live, ich glaube nicht immer live gestreamt, aber auf jeden Fall immer aufgezeichnet. Man kann sie sich eigentlich alle online angucken. Und da kommen halt mega witzige Projekte raus. Also alles von smarter Sensor für meine Pflanze, damit ich die nicht verdursten lasse, über, was hatten wir denn noch? Oh, wir hatten so viele witzige Sachen. Wir hatten noch den Geowecker, der einen praktisch über die GPS-Koordinaten weckt, damit man eben nicht verpennt, an der richtigen Haltestelle auszusteigen. Und wir hatten auch eine schöne App für Leute mit Sehbehinderungen, wo man praktisch so OpenStreetMap-Informationen rauszieht oder auch selber eintragen kann über Treppen und Hindernisse. Und wenn blinde Person davor steht, dann vibriert das Handy und sowas. Also es sind immer wirklich ziemlich coole Ideen, die rauskommen, und die funktionieren halt eigentlich auch immer ziemlich gut. Also es ist auch als Mentor sehr inspirierend, damit zu machen, kann ich sehr empfehlen. Ja, und wie gesagt, guckt euch die Abschlusspräsentation mal an. Die machen immer sehr viel Spaß, sich die anzuschauen.
Vor einigen Wochen habe ich mit Overflower Stoffmuster generiert und das dann bedrucken lassen. Einmal auf so einen Leinen-Baumwoll-Mischstoff und einmal auf einen reinen Baumwollstoff. Der ist ein bisschen wie so ein Jeansstoff gewebt, das heißt dann Cotton Twill. Und aus den Stoffen, das sind jetzt insgesamt 4 Meter, nähe ich gerade Taschen, Kissenbezüge und so eine Art Rucksack. So diese typischen Turnbeutel-Rucksäcke, die 2 große Kordeln an der Seite haben. Und die möchte ich demnächst verkaufen. Ich habe 2 unterschiedliche Farben drucken lassen. Das eine habe ich Autumn Leaves getauft. Das ist Rot-Gelb-Töne, die an die Herbstblätter erinnern sollen. Und das eine heißt Sea Ground. Das sind dann Grün- und Blautöne, die so ein bisschen von Meeresfotos, Korallenfotos stammen irgendwie. Genau, also einmal rötliche Töne, einmal eher so grünliche Töne. Und ich habe die letzten Tage damit verbracht, erstmal Schnitte herzustellen. Das macht man normalerweise auf so ganz dünnem Papier, wie so Backbrotpapier oder in dem Fall nehme ich Zeitung, damit man da gut Nadeln durchstecken kann, um das dann an einem Stoff festzuheften. Und dann habe ich im Normalfall immer einen Prototyp genäht. Das heißt, ich mache entweder, wenn es gefüttert ist, wie bei der einen Tasche, dann mache ich das erstmal aus dem Futterstoff. Der ist nicht teuer. Wenn das nichts wird, ist nicht so schlimm. Und ich habe den teuren, bedruckten Stoff halt nicht verschwendet. Dann nähe ich praktisch erstmal einen Prototyp und gucke, ob mir das so gefällt. Und dann nähe ich das aus dem richtigen Stoff einmal. Beziehungsweise dann eben mehrmals, je nachdem, wie viel rausfallen. Und das werden jetzt insgesamt schon ein paar Stück, das sind zum Beispiel 4 Kissenbezüge, 2 Rucksäcke, ich glaube 4 so Umhängetaschen und dann mache ich noch so kleine wie Federmäppchen noch ein paar, da weiß ich noch nicht, wie viel das werden. Und ja, die packe ich demnächst in den Online-Shop, weil eben ganz viele gefragt haben, ob sie irgendwas kaufen können mit den Mustern und ich bin gespannt, wie gut die weggehen. Wenn euch das auch interessiert, dann schaut vielleicht mal bei Twitter oder Mastodon unter @bleeptrack beziehungsweise @bleeptrack, @chaossocial auf Mastodon nach. Da werde ich dann Bescheid sagen, wenn ich den Online-Shop dann mit den Items auch online habe, weil ich glaube, auf YouTube kann man das nicht wirklich gut verkünden. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet auch 2 spannende Wochen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.